Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die mittlere Änderungsrate einer Funktion berechnet. Und Änderungsrate ist einfach nur ein anderes Wort für Steigung, also wie man die mittlere Steigung einer Funktion berechnet und des Weiteren, wie man die momentane Steigung einer Funktion berechnet. Unser Ziel für dieses Video ist es, dass du den Mittelwertsatz der Differentialrechnung kennenlernst. Und dazu schauen wir uns das erste Fenster am Arbeitsblatt an, das den Namen Mittelwertsatz der Differentialrechnung trägt. Wir haben hier eine differenzierbare Funktion f gegeben, die ist hier rechts in der Grafik blau dargestellt und wir betrachten diese Funktion auf dem Intervall a bis b. Und für dieses Intervall haben wir auch die Sekante der Funktion eingezeichnet, also jene Gerade, die durch den Punkt a und b durchgeht. Und unsere erste Aufgabe ist es, die Steigung der Sekante zu berechnen. Und dazu betrachten wir den x-Unterschied, also das Delta x zwischen den Punkten a und b und den y-Unterschied, also Delta y zwischen den Punkten a und b. Und die Steigung der Gerade bekommen wir aus dem Verhältnis der y-Änderung durch die x-Änderung, also Delta y durch Delta x. Und wenn wir uns jetzt hier die konkreten Werte anschauen, dann wäre das für Delta y wäre der Unterschied der Funktionswert an der Stelle b minus dem Funktionswert an der Stelle a, also f von b minus f von a. Und für Delta x wäre es einfach b minus a. Das heißt, wir können so die Steigung unserer Sekante berechnen. Nun werfen wir nochmal einen genaueren Blick in die Grafik. Hier können wir nämlich schon etwas Interessantes erkennen. Und zwar sehen wir, dass hier eine Tangente an der Stelle s eingezeichnet ist. Und wir haben hier und hier Parallelstriche. Das heißt, diese Tangente ist genau parallel zur Sekante. Das bedeutet, die Tangente und die Sekante haben die gleiche Steigung. Also dasselbe k, die gleiche Steigung. Das heißt, was wir hier erkennen ist, dass es scheinbar eine Stelle s gibt, bei der die Tangente, also die Steigung der Tangente an die Funktion, genau gleich ist wie die Steigung der Sekante im Intervall a bis b. Und genau das, was wir hier aus der Grafik schon schließen konnten, ablesen konnten, lässt sich allgemein formulieren mit den Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Und hier steht: Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns, dass wir mindestens eine Stelle s finden. Also hier in der Grafik haben wir die Stelle s eingezeichnet. Es könnten auch mehr sein, aber mindestens eine im Intervall a bis b, sodass die, wie wir vorher gesagt haben, die Steigung der Tangente gleich ist wie die Steigung der Sekante. Das heißt, wir können hier einschreiben, die Steigung einer Tangente gleich ist die der Steigung der Sekante. Und mathematisch können wir den Ausdruck hinschreiben als f' von s, also die erste Ableitung an der Stelle s gibt uns ja genau die Steigung an dieser Stelle. Das heißt, hier bekommen wir die momentane Steigung unserer Funktion oder die Steigung der Tangente von unserer Funktion an der Stelle s und die soll genau gleich sein wie die mittlere Steigung oder die Steigung der Sekante im Intervall a bis b. Das heißt, insgesamt können wir so sagen, die mittlere Änderungsrate von f im Intervall a bis b ist gleich groß wie die momentane Änderungsrate von f an der Stelle s im Intervall a bis b. Und zur momentanen Änderungsrate könnten wir auch lokale Änderungsrate sagen. Das heißt, der Mittelwert der Mittelwertsatz der Differentialrechnung stellt sicher, dass wenn wir eine differenzierbare Funktion in einem Intervall a bis b betrachten, dass es mindestens eine Stelle gibt, an der die Steigung der Tangente gleich groß ist wie die Steigung der Sekante auf dieses Intervall. Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung liefert uns diese Stelle nicht. Also er sagt uns nicht,
wo wir dieses S finden. Zunächst, er garantiert uns mal nur, dass es ein so ein S gibt, also eine Stelle, an der die Steigung der Tangente gleich groß ist wie die Steigung der Sekante. Nun schauen wir weiter im Fenster und hier ist eine Möglichkeit geschildert, wie wir diese Stelle S grafisch ermitteln können. Und das können wir zunächst mal ganz einfach durch parallel verschieben. Wir legen ein Geodreieck an unsere Sekante an. Also wir würden das Geodreieck hier an die Sekante anlegen. Und dann würden wir das Geodreieck parallel nach rechts verschieben und uns dann von der rechten Seite wieder unserer Funktion annähern. Das heißt, wieder zur Funktion näher gehen. Und dann der Punkt, an dem wir die Funktion berühren, also als erstes berühren, dort legen wir dann unsere Tangente an und an dieser Stelle hat dann die Steigung der Tangente genau den gleichen Wert wie die Steigung der Sekante. Und um das noch mal besser zu veranschaulichen, findet ihr für dieses Fenster ein GeoGebra-File. Das könnt ihr aufmachen, indem ihr oben im Fenster auf den blau markierten Link klickt, also auf das Mittelwertsatz der Differentialgleichung. Und dann kommt ihr zu einem GeoGebra-File. Und hier könnt ihr eine beliebige Funktion eingeben und dann mit dieser Funktion den Mittelwertsatz der Differentialrechnung überprüfen. Das heißt, wir legen hier ein beliebiges Intervall a bis b fest. Ich nehme irgendein zufälliges Intervall oder sagen wir vielleicht, machen wir es konkret, gehen wir von minus 1 bis 2. Und hier haben wir jetzt, oder 2 ist nicht zu groß, gehen wir bis 1,5. Und hier haben wir jetzt in grün unsere Sekante zwischen den Punkten A und B eingezeichnet. Und orange haben wir hier eine Parallele. Also die orange Gerade ist genau parallel zu unserer Sekante. Und jetzt können wir durch parallel verschieben jene Stelle ermitteln, an der die Steigung der Tangente genau gleich groß ist wie die Steigung der Sekante. Und der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns, dass es so eine Stelle gibt. Jetzt werden wir uns grafisch durch parallel verschieben auf die Suche nach dieser Stelle machen. Wenn wir hier nach unten gehen, dann sehen wir, dass wir hier ungefähr bei 0,25, also ungefähr bei ein Viertel unsere Funktion zunächst berühren und haben sozusagen hier unsere Stelle S gefunden, an der die momentane Steigung genau gleich groß ist wie die mittlere Steigung. Wir können das Ganze nochmal überprüfen, indem dass wir hier uns die Tangente einzeichnen lassen. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.